Hallo, es gibt heute ein Update zum Thema Mannose und Forskolin bei chronischen Blasenentzündungen. Wir hatten da vor 3 Jahren schon mal einen Film und es gibt da ein paar neue Empfehlungen, unter anderem auch zur Dosierung. Dr. Oliverella aus Köln, aus der Urologie am Ring. Wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir schon mal einen Film zum Thema Blasenentzündungen ohne Antibiotika therapieren. Und letztendlich ging es da um die E. coli-Infektion, also die Escherichia coli, dieses typische Bakterium, was zu 80% ungefähr die Blasenentzündung verursacht. Das ist eine ziemlich häufige Erkrankung. Es werden millionenfach pro Jahr in Deutschland Antibiotika dafür verschrieben. Und es gibt also auch die Möglichkeit, das gegebenenfalls ohne Antibiotika zu therapieren und dann auch um die entsprechenden Nebenwirkungen herumzukommen. Das Thema damals war Mannose plus Forskolin. Mannose ist ein Zucker, der wird nicht verstoffwechselt. Den kriegt man ohne Rezept entweder in der Apotheke oder auch mittlerweile in der Drogerie oder in Online-Apotheken. Und diese Mannose, wenn man das zu sich nimmt, die eine Dosis sind immer 2 Gramm pro Tag, oder eine Dosis sind 2 Gramm. Wie oft man das nehmen kann, erzähle ich Ihnen gleich noch. Und diese Mannose wird unverstoffwechselt, wenn man das zu sich nimmt, bis in die Blase gegeben. Und in der Blase bindet die Mannose diese Fimbrien, diese Füßchen von den E. colis, sodass sie sich nicht mehr an der Blasenwand festkrallen können. Zusätzlich hatten wir Forskolin empfohlen. Forskolin ist ein pflanzlicher Stoff, der bei den E. colis auch eine ziemlich besondere Wirkung hat. Dazu haben wir einen Film hergestellt, den wir Ihnen jetzt einmal hier zeigen wollen. E. coli gelangt in die Blase, bindet sich dann mit seinen Fimbrien, das sind so kleine Bakterienärmchen, an die Blasenschleimhaut und verursacht dort die Entzündung an der Schleimhautzelle. E. colis haben die Eigenschaft entwickelt, sich dort in kleinen Reservoirs über einen längeren Zeitraum zu verstecken. Dort können sie auch nicht von Antibiotika erreicht werden. Nach Tagen, Wochen oder manchmal auch erst nach Monaten können diese E. colis in den Reservoirs wieder aktiviert werden und eine Entzündung erneut verursachen. Damit beginnt der Kreislauf von chronisch wiederkehrenden Blasenentzündungen, die man mit Antibiotika verständlicherweise nicht wirklich gut behandeln kann. Eine Lösung kann eine innovative, rein pflanzliche Kombinationstherapie sein. Forskolin treibt die Reservoirs aus der Zelle an die Oberfläche der Schleimhaut, sodass die Bakterien ins Blaseninnere geschwemmt werden. Nimmt man gleichzeitig Mannose, werden die Fimbrien der E. colis geblockt, sodass sich diese nicht mehr an der Blasenschleimhaut festkrallen können und über den Urin ausgeschieden werden. So, also die Mannose und Forskolin, die Kombination macht also Sinn, weil Forskolin die Bakterien aus der Blasenwand ins Blaseninnere treibt und Mannose dann letztendlich die Bakterien bindet und die ausgeschieden werden können. Forskolin sollte man 1 bis 2 Mal täglich nehmen. Es gibt da verschiedene Dosierungen, so zwischen 200 und 400 Milligramm. Ich empfehle eigentlich das Höchste, wenn es geht, also 400 bis 500 Milligramm, wenn es geht. Und es gibt es in 10 und 20%. Ich würde auch 20% empfehlen, ist aber nicht in Beton gegossen. Grundsätzlich würde ich das morgens und abends nehmen. Die Mannose kann man verschieden dosieren. Und zwar, wenn Sie ein akutes Problem haben, also wenn akut Beschwerden auftreten, dann kann man das Mannose ruhig 5 bis 6 Mal pro Tag nehmen. Also morgens, mittags, nachmittags, abends vorm zu Bett gehen. Über den Tag verteilt, vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Für die ersten 1 bis 2 Tage und dann beim nächsten Tag nur noch 4 Mal, dann nächsten Tag 3 Mal und dann zweimal die Mannose und das insgesamt für 10 Tage. Also dass man in den ersten von den 10 Tagen Therapie die ersten 3, 4 Tage das ein bisschen höher dosiert hat. Die Mannose lässt man dann 5-mal, 4-mal, 3-mal, 2-mal runterfahren und nimmt dann bis insgesamt 10 Tage die Mannose weiter. Und Forskolin grundsätzlich morgens und abends 10 Tage durch. Das wäre so eine Therapieempfehlung für ein akutes Problem, für eine akute Entzündung. Was man sonst zusätzlich machen kann, wenn irgendwo mal sich ein E. coli versteckt und sich nochmal chronifizieren sollte, man kann auch alle paar Monate für 1 bis 2 Wochen Mannose und Forskolin als Prophylaxe nehmen, damit, wenn sich irgendwo Bakterien verstecken, dass man die halt wieder quasi rauskehrt. Und dann würde ich empfehlen, morgens und abends
2 Gramm Manose und morgens und abends eine Kapsel Forskolin, sodass man darüber, das dann auch für eine Woche ungefähr, dass man, wenn irgendwo sich ein paar Bakterien verstecken, dass man die rauskriegt. Also es macht, wie gesagt, Sinn, dass man Manose im Akutfall nimmt, hochdosiert mit Manose anfangen, dann langsam runterführen auf morgens und abends. Und wenn man es als Prophylaxe nehmen will, alle 3 Monate für vielleicht eine Woche morgens und abends, sodass man Bakterien, die sich irgendwo aufhalten, dass man die wieder rausfegt. Häufig werden wir auch gefragt, macht Manose und Forskolin auch bei anderen Bakterienarten Sinn? Also Klebsiellen, Proteus mirabilis, Enterococcus oder so weiter. Da macht es keinen Sinn, weil wie in dem Film gesehen, die Manose wirkt spezifisch auf diese Fimbrien, die haben nur die E. colis. Und Forskolin bewirkt eben, dass die E. colis aus den Blasenschleimhautzellen rausgebracht werden. Und auch das machen nur E. colis. Klebsiellen gehen gar nicht in die Blasenschleimhautzelle rein. Insofern macht diese spezifische Therapie wirklich nur Sinn bei den E. coli-Infektionen. Was man sonst machen kann bei bakteriellen Infektionen, wenn es jetzt andere Keime sind oder wenn bekannt ist, dass es andere Keime sind, dann könnte man mit anderen pflanzlichen Therapien versuchen, antibiotisch, also gegen Bakterien zu wirken. Zum Beispiel, es gibt Präparate mit, die haben Meerrettichwurzelextrakte drin. Das wirkt, diese Senföle wirken antibiotisch. Da gibt es einige Sachen, die man auch pflanzlich nehmen kann bei anderen Infektionen. Also es gibt Möglichkeiten, ohne Antibiotika bei akuten und auch bei chronisch wiederkehrenden Blasenentzündungen zu therapieren. Ich hoffe, das hat Ihnen einiges gebracht. Wir haben ein paar alte Filme, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Es werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch andere Themen oder noch andere Filme zum Thema chronisch entzündliche Blasenentzündung kommen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.